Outsmarting and outfighting Dull Lord Constantine, you proved both wise and valiant. Go forth and celebrate your spoil. Jawohl, da haben wir ihn geschlagen. Auch wenn das jetzt gerade etwas am Schluss übertrieben war, wo ich ihn mit einem Blitzfeuerwerk zu Boden geschickt habe. Aber jetzt holt Horny sich zum Glück den Portalstein und dann haben wir gewonnen. Egal wie viele Magier hier noch versuchen uns platt zu machen. Die laufen ganz geschmeidig an Horny vorbei sogar. Und dann haben wir auch schon wieder gewonnen. The prism allows you to capture dying enemies. Extract confessions, conversions in the torture chamber. Frighten off snooping enemies with the fear strap. Fill the gaps in your defenses with barricades. Sehr schön, also ich erkläre gleich die neuen Räume nach dem Zwischenvideo. Poor Lord Constantine, a worthy adversary. Also, was lernt man daraus? Niemals mit einem Teufler im Raum stehen. ja. Also, jetzt gerade noch mal zu den neuen Räumen, die wir gekriegt haben. Das erste war das Gefängnis. Also, was wir jetzt gerade eben schon gesehen haben, jetzt können wir unsere eigenen bauen und die etwas größer, dass wir auch ein paar mehr Skelette haben können. Das zweite war die Folterkammer. Die werden wir wohl in der nächsten Mission auch benutzen und brauchen. Darüber will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Wir haben die Angstfalle gekriegt und die Barrikaden. Also können wir jetzt unsere eigenen Angstfallen aufstellen, wenn wir es denn brauchen. So. It seems we are not alone in our quest. Your main rival is a keeper called Nemesis. He also has many lesser keepers allied to his cause. You must defeat them all to claim this kingdom for your own. Look there. Keeper Dante has revealed himself by invading Lord Titus's land of Snapdragon. And there, Keeper Gormagon has made a move on Lord Sigmund of Emberglow. I feel sure Nemesis will move against us soon. You must be strong to defeat him. Sweetwater. This land is protected by the valiant Lord Ironhelm. Your minions are currently laying siege to his castle. Choose the location to the west for a frontal assault, or the location to the east for a cunning ambush. Also ja, das erste, was jetzt gerade neu gekommen ist, sind diese beiden blauen Gebiete, und zwar haben wir unsere Konkurrenz bekommen, und zwar einen Keeper namens Nemesis, der andere Keeper Nemesis. Das ist irgendwie ein bisschen unkreativ. Wir nennen unseren Gegner einfach Nemesis, was ja irgendwie so viel bedeutet wie unser schlimmster Gegner, unser schlimmster Feind. Ja. Unser Erzfeind eben. Und seine Keeper-Lakaien, also er hat mehrere andere Keeper unter sich, haben diese beiden Gebiete besetzt. Also wenn wir irgendwann mal in die beiden Gebiete kommen, dann müssen wir sie von diesen Keepern befreien. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal um die sechste Mission kümmern. Und zwar haben wir dafür dieses Mal zwei verschiedene Arten zur Auswahl. Und zwar zum einen hier. By attacking the front of the castle, you will prevent Lord Ironhelm escaping with the portal gem. But temper your bloodlust. Smashing down the gates may not be the best way to storm the keep. Das hier ist jetzt die Schleichvariante, und zwar ist das jetzt hier dasselbe Level. Und zwar können wir uns entscheiden, ob wir ihn. Like a rat fleeing a sinking ship, Lord Ironhelm has his escape route already planned. However, with a regrettably small amount of torture, we have learned of his plans and can now halt the cowardly wretch's flight. Ah ja, das hier ist die hinterhältige Variante, das andere war die Angriffsvariante.
Ich werde jetzt diesmal die Angriffsvariante nehmen. Vielleicht werde ich die hinterhältige in einem extra Video nochmal abfilmen. Bloodlust. Smashing down the gates may not be the best way to storm the keep. Ja, genau, und zwar sollen wir in diesem Fall gehen wir offensiv vor, also wir greifen seine Festung an und suchen einen versteckten Eingang. Dazu sollen wir seine Untergebenen verhören. Bei der anderen Variante hätten wir seine Untergebenen verhören müssen in einem bestimmten Zeitraum und herausfinden müssen, wo sein Heldenportal ist, bevor er darüber halt abhauen kann. Obwohl, ich glaube, ich probiere es doch erstmal lieber mit der hinterhältigen Variante. Like a rat fleeing a sinking ship. Okay, los. Good strategy, my evil friend. For it seems you know as well as I do that heroes will take flight through these dark passageways as soon as battle goes your way. So it is best to cover their escape with ambush. Somewhere amidst this maze of tunnels lies a hero gate. Your fleeing enemies will find it, then amass their strength, and so prepare your ambush. Surely its location's known by heroes who patrol these caves, so your task's to find a way to loosen up their tongues. Ja, sehr schön. Your forces have been busy, and have captured you a wizard, see? He languishes in prison. But now it's time for you to place him thence into the torture room. And so we'll have some fun. Prison. Torture chamber. Aber trap. Erstmal müssen wir hier ein bisschen die Räume vergrößern. Vor allem. Das hier ist ein Workshop. Das hier ist ein. Den müssen wir auch ein bisschen größer machen. Ja, dieses Mal starten wir mit einem etwas vordefinierten, also vorgebauten Dungeon, der aber allerdings nicht so gut ist. Hey, was sehe ich denn da gerade? Wir haben das erste Teil des Horny Buttons bekommen. Damit sind wir in der Lage, jetzt einmal pro Mission Horny zu rufen. Und zwar immer, wenn wir einen weiteren Teil kriegen, können wir Hordy noch ein weiteres Mal pro Mission rufen. Also in dem Fall könnten wir ihn einmal rufen. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Das heben wir uns auf, wenn der Lord kommt. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. Na toll, jetzt ist der zum Skelett geworden. Ach, auch gut. Ebens habe ich 4. Brauche ich mehr von. So, 3 zusätzliche Ebens. So, Dungeon vergrößern ist erstmal das Wichtigste. Was haben wir denn eigentlich an Kreaturen? Nicht besonders viel. Ich merke gerade, wir haben nicht mal ein Portal. Das könnte für uns ein bisschen, sagen wir, problematisch werden. Beziehungsweise, wir müssen gut haushalten mit den Kreaturen, die wir jetzt zurzeit haben. Hier können wir die Hatchery vergrößern. So, 2 Hühnerhäuser dürften reichen. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Schlafsaal. Und eine Bibliothek, dass die für mich forschen können. Weil wir brauchen dringend den letzten. Dich wollte ich nicht. Wir brauchen dringend diesen unbekannten Zauber hier, das ist nämlich der Heilzauber. So viel weiß ich noch.
Also es ist schon eine Weile her, dass ich Dungeon Keeper das letzte Mal gespielt habe. Das war auf Windows 98. Nee, halt, da lüge ich, wenn ich das so sage. Ich glaube, das war auf Windows XP noch ganz ziemlich weit am Anfang. Aber trotzdem, wir brauchen den Heilzauber, an den kann ich mich nämlich noch gerade so erinnern. Und wir brauchen Gold. Wir brauchen ganz dringend Gold. Denn Reserven. So, jetzt kann ich hier mein Gefängnis, ich kann maximal zwei Skelette haben, kann ich mein Gefängnis noch etwas vergrößern. So, jetzt kann ich vier Skelette haben. Ach gut, vier Skelette dürften für den Anfang dürften für die Mission auch hier ausreichend sein. Hier wollte ich die Bücherei reinbauen. So. Das hier sieht nach einem Weg aus, den wir auf jeden Fall gehen sollten. Und ich brauche einen Trainingsraum. So. Und mehr Gold dringend. Deswegen graben wir mal hier rein. Und hier die Goldstraße entlang. So, dass wir Gold kriegen. Torture Chamber ist teuer. Ich hätte hier den Trainingsraum reinbauen sollen. Egal. Da kann ich dann irgendwas anderes reinbauen. In eine Ecke zum Beispiel die Schatzkammer. Die Torture Chamber brauche ich nämlich keine große. Da reicht eine 3x3 Chamber aus. Wie viele Imps habe ich jetzt? 8. Ja, die dürften reichen eigentlich. Bauen wir hier eine kleine Schatzkammer hin, so. Da ist Gold und da geht's zum Wasser. Ist eigentlich wichtig, dass wir mal, sobald wir die Folterkammer haben. The torture room. The prisoners within, subjected to extremes of agony, will either die revealing secrets as they do, or switch allegiance to your side. Sturdy and vicious, this device will no doubt cause impediments to those who seek their entrance to your dungeon. Ja, ist gut. Torture Chamber. Oh, auch wenn die so teuer ist. So. Haben wir noch etwas von dem Gold hier aus. Ach, graben wir fast die ganze Ader mal aus. Und dann graben wir uns hier zum Fluss durch. Die Mission könnte interessant werden, vor allem da ich kein kein Kreaturenportal habe. Heldenportal wollte ich schon sagen. Tür. Sicher ist sicher. Also andere braucht eigentlich keine Tür. Ich bin so doof. Ich sehe gerade, das hier ist eine Folterkammer, keine Werkstatt. Also verkaufen wir die mal. Eigentlich könnte ich ja gleich neu anfangen. So. Ich habe die Folterkammer hier umsonst gebaut. Du kannst mal hier anfangen zu graben.